Verfahren unterliegt bestimmten verfahrenstechnischen Regeln. Die erforderlichen Kenntnisse werden in den Ausbildungsstätten erworben, wie zum Beispiel hier in der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt München. Das gilt für das Autogenschweißen mit der Acetylensauerstoffflamme ebenso wie für das Schweißen mit Stabelektroden. Erlernen und Beherrschen der Regeln bis zu den Prüfungen nach DIN 8560 sind die Grundbedingungen für das Erkennen verfahrenstechnischer Grenzen. Betrachten wir nun das MAC-Verfahren aus der Perspektive des Schweißers. Kehlnaht fallend. Versuch mit hoher Leistung in einer Lage ein A-Maß von 5 mm zu schweißen. Gleich mehrere Fehler auf einmal. Zu hohe Spannung, hier 26 Volt, erzeugt ein dünnflüssiges Bad. Dadurch Schweißen auf vorlaufendem Bad, der Einbrand wird abgefangen, die Schmelze zur Seite gedrückt. Das heißt, unkontrollierbarer Einbrand. Rucksack und stark unterwölbte Hohlnaht sind die Fehlermerkmale. Der Schliff zeigt den Bindefehler. Besser, begrenztes A-Maß von 3,5 mm, kurzer, strammer Lichtbogen. Niedrige Spannung, 21 Volt, dadurch zähflüssiges Bad. Kein Vorlaufen, Nahtgrund und Flanken werden aufgeschmolzen, normaler Endkrater, gleichschenklige Nahtgeometrie und sicherer Einbrand, wie der Schliff zeigt. Auch die Biegeprobe macht es deutlich. Oben Bindefehler, unten hohe Festigkeit bei starker Verformung. Auch bei der Wurzelschweißung können durch unvermeidbare Fertigungstoleranzen Bindefehler auftreten. Die notwendig höhere Leistung bei engem Spalt führt zum Durchbrechen bei weitem Spalt. Der Schweißer vermindert die Leistung. Nun beherrscht er den weiten Spalt zwar, ohne durchzubrechen, aber wie sieht die Wurzel bei der Minustoleranz aus? Die Rückseite zeigt starker Durchhang bei weitem Spalt. Bis zur unzureichenden Durchschweißung bei Engspalt mit möglichen Kaltstellen. Wurzelspalttoleranzen in Position W beherrscht man leichter im WIG-Verfahren. Fülllagen werden mit hoher Leistung im Sprüh- oder Langlichtbogen geschweißt. Im unteren Füllquerschnitt auch mit leichter Pendelbewegung. Das heißt aber nicht, möglichst viel auf einmal rein, wie hier bei der Decklage, denn vorlaufendes Bad führt zu Bindefehlern. Durch Überhitzung entstehen Turbulenzen in der Gasabdeckung und damit erhöht sich die Gefahr von Porosität. Außerdem kann ein so großes Schmelzbad nicht mehr einwandfrei vom Schutzgas abgedeckt werden. So ist es richtig. Von einem bestimmten Füllquerschnitt an zügige Strichraupen bis zur Decklage schweißen. Dadurch keine Überhitzung, kein vorlaufendes Bad, gute Ausgasung. Gleiche Abschmelzleistung wie bei Pendelraupen mit weichem Übergang der Einzelraupen. Beim Vergleich der Schliffe ist unten der günstige Einfluss der Strichraupen auf das Gefüge zu erkennen. Bindefehler können zum Beispiel auch in zu engen Schweißfugen entstehen, hier bei 30 Grad. Die hohe Leistung führt zu vorlaufendem Bad, zusätzlich wird Grundwerkstoff eingeschmolzen, der Einbrand ist optisch unkontrollierbar. Der Schliff beweist die unzureichende Aufschmelzung der Fugenflanken. Bei gleicher Schweißgeschwindigkeit hat man in der 50-Grad-Fuge klare Verhältnisse. Der Lichtbogen erfasst Nahtgrund und Fugenflanken, der Schweißer sieht, was vorgeht und hat einen kontrollierbaren Einbrand, wie die fehlerfreie Verbindung zeigt. Wird bei der 50-Grad-Fuge die Schweißgeschwindigkeit zu stark vermindert, kann auch hier das Bad vorlaufen. Das wird vermieden, wenn Füllquerschnitt und Abschmelzvolumen im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Die Wurzelschweißung im Kurzlichtbogen an Doppel-Y-Nähten kann kritisch sein, besonders aufgrund der starken Wärmeabführung. Diese kleine Naht, mit geringer Leistung geschweißt, kann bei Dickblech keinen starken Einbrand haben. Es bleibt nur die Hoffnung auf den tiefen Einbrand bei der Gegenlage. Der Schweißer geht auf hohe Leistung und glaubt an die gute Überlappung der Wurzeleinbrände. Doch Schweißers Gebet wurde nicht erhört. Bindefehler im Bereich der Wurzel. Deshalb besser Doppel-Y-Nähte ohne Spalt schweißen, schon die erste Wurzellage mit hoher Leistung im Sprühlichtbogen und wie bei anderen Verfahren auskreuzen vor dem Schweißen der Gegenlage.
Nur dann erreicht man eine sichere Überlappung der Wurzeleinbrände. So gefährlich ist es, wenn die Einbrandtiefe überschätzt wird, wie zum Beispiel aufgrund grafischer Darstellungen in einem Fachbuch. Der Einbrand unter CO2 mit der Bezeichnung Tief gegenüber Mischgas, Mitteltief, erweckt den Eindruck von nahezu doppelt so tief. Ganz anders sind die realen Einbrandformen in der Blindraupe, CO2, Mischgas und in der 60-Grad-Fuge. Sie zeigen in der Einbrandtiefe nahezu keinen Unterschied. Durch unterschiedliche Brenneranstellung, schleppend, neutral, stechend, kann der Schweißer den Einbrand stark beeinflussen. Schliffbilder von Kehlnähten zeigen, dass die Einbrandtiefe von stechend über neutral bis schleppend bei allen Schutzgasen, links Mischgas, rechts CO2, erkennbar zunimmt. Durch Einhalten der verfahrenstechnischen Regeln lassen sich Bindefehler vermeiden, auch Porosität, vorausgesetzt, dass beim Schutzgasschweißen das schützende Medium erhalten bleibt. Luftzug aus offenen Türen, Fenstern, Warmluftgebläsen, auch aus der Schweißstromquelle, beeinträchtigt die Schutzgasabdeckung. Es muss zwangsläufig Porosität entstehen, die nicht immer an der Nahtoberfläche erkennbar ist, aber im Röntgenfilm. Auch bei zu starker Brennerneigung kann Luft eingewirbelt werden. Bei neutraler Anstellung zeigt der Rauchversuch eine nach allen Seiten gleichmäßige Gasabdeckung. Jedoch nur, wenn die Schutzgasmenge nicht zu niedrig eingestellt wird, aber auch nicht zu hoch. Für den Kurzlichtbogen sind 8 bis 10 Liter pro Minute die richtige Gasmenge. Für den Sprühlichtbogen, bei größerem Schweißbad, ca. 15 Liter pro Minute. Am sichersten misst man an der Gasdüse, denn nicht immer kommt vorn an, was hinten eingestellt wird. Schweißen mit verspritzter Gasdüse bleibt selbst bei richtiger Schutzgasmenge ein heißes Eisen. Beim Steigern des CO2-Gehaltes von 10% auf 50% wird der Materialübergang grobtropfiger. Am Gasdüsenrand setzen Spritzer an, die den Gasstrom verwirbeln. Deshalb in Schweißpausen reinigen. Das wird erleichtert durch Düsenspray. Hier richtig angewendet und nicht nach dem Motto, wer gut schmiert, der gut fährt. Denn wer gut ölt, schweißt schlecht. Sauerkohl. Ursache: völlig zugesetzter, verschmierter Gasaustritt. Ja, hier sollte das Schutzgas austreten. Man sieht, am Brenner muss alles stimmen. Auch die Kühlung. Vergleichsmessungen im Prüffeld zeigen zu hohe Temperaturen an diesem Brenner ohne Wasserkühlung. 700 Grad Celsius an der Gasdüse und 750 Grad am Kontaktrohr bei 60% Einschaltdauer führen zu starkem Verschleiß, zu Förderstörungen und festem Anhaften der Spritzer. Beim Reinigen wird dadurch nicht selten das Kontaktrohr verbogen, was zu exzentrischem Drahtaustritt führt. Der Lichtbogen brennt am Rand der Schutzgasabdeckung. Lufteintritt und Porosität sind die Folge. Dieser Fehler kann auch beim Kontaktrohr mit zu weiter Bohrung auftreten. CO2 und Mischgas verlangen unterschiedliche Einstellwerte. Beim Schutzgaswechsel wird es deutlich. So brennt der richtig eingestellte CO2-Lichtbogen. Jetzt kommt Mischgas. Der Lichtbogen wird zu lang. Also Spannung um etwa 2 Volt runter. Jetzt stimmt die Einstellung für Mischgas. Zu hohe Spannung kann zu Poren führen. Aber auch ein richtig eingestellter Lichtbogen brennt nur dann gleichmäßig, wenn im Schweißstromkreis alles stimmt, auch der Masseanschluss. Dieser Schmorlichtbogen an der Magnetmasse mit verschmutzter Haftfläche führt zu Zündschwierigkeiten, besonders bei CP-Stromquellen mit dem starken Selbstregeleffekt. Unruhige Lichtbögen führen zu Schweißfehlern. Nachlässigkeit ist nicht selten die Ursache. So gleichmäßig brennt der Lichtbogen ohne unerwünschte Widerstände im Schweißstromkreis. Die Falsch-Richtig-Darstellungen sollten die möglichen Fehlerursachen zeigen und die Notwendigkeit einer gründlichen Ausbildung. Was machen wir jetzt? Wir tun jetzt Spannung
Deshalb ist beim Mack-Schweißen, wie auch bei anderen Schweißverfahren, eine umfassende Schulung die einzig sichere Voraussetzung, um verfahrenstechnische Grenzen zu erkennen und Schweißfehler zu vermeiden.